Hallo und herzlich willkommen zurück zum Teamchef Oberboss. Ich bin der Tobi und ich zeige euch heute, wie man einen super coolen Walkway ganz einfach bauen kann. Dafür brauchen wir die üblichen Bastelmaterialien und Werkzeuge, wie zum Beispiel Lineal und Messer. Außerdem benutze ich noch etwas Pappe, dieses Plastikgitter, was ich mal bei uns im Keller gefunden habe. Und das ist ein kleiner runder Stab aus Pappe. Außerdem benutze ich noch ein paar Bits aus dem 3D-Drucker, um dem Walkway noch ein paar mehr Details zu geben. Und natürlich brauchen wir Holzleim, um alles zusammenzukleben. Bevor wir anfangen können zu basteln, müssen wir erstmal überlegen, wie breit und wie lang unser Walkway sein muss. Ich habe mir hier eine 40 mm Base genommen, um auszumessen, wie breit ich ihn machen will. Im Endeffekt habe ich mich für 6 cm entschieden, weil ich das ein gutes Mittelmaß für 40 und 32 mm Bases finde. Dann zeichnen wir das Maß einfach auf die Pappe an, übertragen es, ziehen eine Linie. Und am Ende bestimmen wir dann noch die Länge. In meinem Fall habe ich mich jetzt für 25 cm entschieden. Das hängt aber ganz davon ab, was ihr mit dem Walkway verbinden wollt. Wenn ihr die Maße dann übertragen habt, könnt ihr das direkt 4-mal machen und nicht 3-mal. Da habe ich leider einen vergessen. Denn danach können wir den Walkway in Schichten zusammenkleben. Ich möchte am Ende auf der obersten Schicht vom Walkway 6 Vertiefungen mit gleichmäßigen Abständen zueinander haben, um dem ganzen Modell einfach mehr Details zu geben. Und dafür zeichne ich mir jetzt einmal um das komplette Pappstück einen 1 cm Rand drumherum und teile den Zwischenraum danach in 6 gleich große Teile auf. Wenn ihr das dann getan habt, sollte das ungefähr so aussehen. Und jetzt können wir anfangen, die Zwischenräume einzuzeichnen. Wir haben jetzt 4 cm Höhe schon aufgezeichnet und das heißt, wir brauchen nur noch die Breite. Und damit es aufgeht, habe ich mich für 3 cm entschieden, mit 1 cm zwischen jedem Freiraum frei. Das zeichnen wir jetzt auf und schneiden das dann gleich aus. Wenn ihr das dann fertig gemacht habt, solltet ihr eigentlich 4 Teile haben und keine 3 wie hier. Und zwar bräuchtet ihr 2-mal das untere Teil, damit ihr das dick genug bekommt, damit wir die Details später noch reinkleben können. Ich habe die ganzen Zwischenräume jetzt mit einer scharfen Klinge rausgeschnitten. Es ist wirklich wichtig, dass ihr eine scharfe Klinge habt und dass ihr mehrmals rübergeht und nicht probiert, in einem festen Schnitt alles durchzubekommen. Geht ruhig 2-3 Mal rüber. Mit leichtem Druck und dann habt ihr perfekt gerade Schnitte. Als nächstes kleben wir dann die ganzen Teile zusammen. Dafür nehme ich Express-Holzleim. Und da wir Pappe auf Pappe kleben, trocknet der wirklich sehr schnell, weil sich der Leim direkt reinsaugt. Und nach 5 Minuten ist alles fest verklebt, selbst mit Holzleim. Probiert darauf zu achten, alles möglichst gerade aufeinander zu kleben. Und achtet auch darauf, falls Leim an den Seiten rausquillen sollte, dass ihr den wegwischt. Und so kleben wir dann Schicht für Schicht aufeinander, bis auf die Schicht mit den 6 Vertiefungen. Die kommt erst ganz am Ende drauf, denn wir wollen ja noch die kleinen Details in die Mitte reinkleben. Am Ende könnt ihr nochmal kurz überprüfen, ob wirklich alles gerade verklebt ist und ob nirgendwo noch überschüssiger Leim ist. Wenn noch welcher da sein sollte, dann einfach mit dem Finger wegstreichen. Damit das Ganze jetzt nicht so langweilig aussieht, habe ich mich dazu entschieden, die Pappstäbchen als Rohre in den Walkway reinzukleben. Dafür könnt ihr auch wieder ganz normalen Holzleim nehmen, weil das ist ja auch wieder Pappe auf Pappe. Das trocknet wieder super schnell und hält am Ende auch wirklich gut. Damit man die Schnittstellen von den Pappstäbchen nicht sieht, gucke ich, wo die Mitte ist, wo ein Pappstreifen ist, damit man den Schnitt direkt darunter setzen kann und ihn am Ende so nicht sieht. Wenn wir dann die 4 Stäbchen fertig geschnitten haben, können wir einfach Holzleim auftragen und die Stäbchen dann in den Walkway reinkleben. Wenn ihr das nun auf beiden Seiten getan habt, dann könnt ihr euch, falls ihr wollt, weitere Bits nehmen, die reinkleben zum Verzieren. Ich nehme jetzt hier meine 3D gedruckten Teile. Schleife sie noch kurz zurecht, weil sie nicht ganz gepasst haben und klebe die dann ebenfalls mit.
Jetzt können wir den Deckel quasi zumachen und zwar kleben wir dafür jetzt erst auf die Rückseite von unserer obersten Schicht unser Plastikgitter. In dem Fall nehme ich jetzt Sekundenkleber, denn ich wollte, dass es einfach schnell hält und ich wollte nicht warten, bis der Holzleim getrocknet ist. Ich habe außerdem Activator Spray benutzt, damit der Sekundenkleber wirklich sofort hält. Bevor wir jetzt den Deckel draufkleben, empfehle ich euch auf jeden Fall, das Innere vorher schwarz zu grundieren. Denn es ist wirklich ein Krampf, später durch die Ritzen von dem Gitter durchzumalen und probieren, jede Ecke zu erwischen. Das geht meistens eh nicht, deswegen einfach schnell vorher schwarz grundieren. Wenn dann alles fertig getrocknet ist, können wir uns dran machen, den Deckel auf den Rest draufzukleben. Dafür nehme ich wieder Holzleim, verteile den gut in der dünnen Schicht überall rum und klebe am Ende dann die oberste Schicht drauf. Wenn ihr jetzt nicht 5 Minuten alles die ganze Zeit zusammenpressen wollt, könnt ihr einfach ein paar Tropfen Sekundenkleber verteilen, damit das obere Teil schneller hält. Jetzt einfach noch kurz andrücken, kurz festhalten, damit der Sekundenkleber anziehen kann und dann am besten über Nacht trocknen lassen. Wenn dann alles getrocknet ist, können wir uns dran machen, die Seiten zu verkleiden, denn jetzt sieht man ja noch, dass der ganze Walkway aus 4 verschiedenen Schichten zusammengesetzt ist. Und das sieht, finde ich, ein bisschen doof aus. Deswegen habe ich mir in der passenden Höhe einen Streifen Pappe zurechtgeschnitten und klebe diesen jetzt an die Seite einmal komplett rum mit Heißkleber fest. Damit unsere schön bemalten Miniaturen nicht einfach runterfallen können, bauen wir denen jetzt noch ein Geländer. Dafür habe ich mir einen Intercessor Marine meiner Salamanders genommen, um jetzt einmal die Höhe auszumessen, auf der sich das Geländer befinden müsste. Und dabei bin ich so bei 3,5 cm gelandet. Und dieses Maß übertragen wir jetzt direkt auf unseren Pappstreifen, den wir auch für die Seiten benutzt haben. Und insgesamt brauchen wir davon 6 Stück, damit wir ein schönes Geländer über die komplette Länge und auf beiden Seiten des Walkways bauen können. Die 6 Halter für das Geländer klebe ich jetzt ebenfalls mit Holzleim wieder fest. Und zwar auf derselben Höhe wie die Querverstrebungen. Und zwar einmal direkt in der Mitte und dann jeweils einen Platz gelassen und dann an die Seite noch einen. Für den oberen Teil des Geländers nehme ich mir jetzt wieder meine Pappstäbchen. Zeichne hier ebenfalls die Mitte an, damit beide Stäbchen eben gleich lang sind für das Geländer und dann schneide ich die ab. Festgeklebt habe ich die dann mit Sekundenkleber, einfach für die Schnelligkeit diesmal. Ihr könnt aber auch hier ganz einfach Holzleim nehmen. Mir haben die Enden jetzt noch nicht so wirklich gefallen und deswegen habe ich mir hier einen Ausschnitt genommen von unseren Vertiefungen und habe die dann an jedes Ende auf jeder Seite ebenfalls mit Sekundenkleber festgeklebt. Mit dem Basteln vom Walkway sind wir jetzt soweit fertig. Als nächstes bereiten wir das Bemalen vor und ich empfehle euch auf jeden Fall, bevor ihr da mit Acrylfarben rangeht, malt das Ding einmal komplett mit verdünntem Holzleim an. Die Pappe saugt sich dadurch richtig schön voll und durch den Holzleim verbraucht die später auf jeden Fall nicht so viel Farbe, denn damit ist die Pappe versiegelt und saugt dann nicht mehr die Farbe so auf. Ist der Holzleim dann wirklich komplett durchgetrocknet, können wir anfangen zu grundieren. Und zwar habe ich mich hier für eine schwarze Grundierung entschieden, habe noch etwas Holzleim mit reingemischt und bepinsel damit jetzt einmal den kompletten Walkway. Als nächstes bürsten wir das komplette Modell einmal mit einer dunklen Metallfarbe trocken, einfach um den abgenutzten, abgewetzten Effekt von
Metall zu erzielen, den man an einer alten Industrieanlage sehen würde, zum Beispiel. Mit einer helleren Metallfarbe bürste ich den Walkway jetzt nochmal trocken, einfach damit er etwas heller wird und etwas interessanter aussieht. Um noch etwas Farbe reinzubringen, habe ich mir jetzt hier ein Olivgrün geschnappt und damit bemale ich jetzt einmal den Boden und einmal den Handlauf des Geländers. Im nächsten Schritt fangen wir an, den Walkway jetzt etwas älter aussehen zu lassen, den etwas zu verwittern. Und zwar benutze ich dafür gerne die Vallejo Washes. Die sind nicht so teuer wie GW Washes, man hat ein bisschen mehr und man kann sie noch super mit Wasser verdünnen, weil die wirklich stark pigmentiert sind. Und damit gehe ich jetzt mit einem Schwarz, mit einem Braun und mit einem Rostton einfach tupfend über das Modell und nehme mir dazu noch einen Schwamm, um eventuelle Pfützen wegzutupfen. Als letzten Bemalschritt bürste ich den Walkway dann nochmal mit einem Sandton trocken, damit er einfach etwas staubiger aussieht und das Metall und das Grün zusammen am Ende einfach dreckig aussehen. Der Walkway ist jetzt fertig gebastelt, fertig bemalt und ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde, der hat eine perfekte Größe für Warhammer 40k, vor allem für Space Marines. Und der sieht einfach super aus auf jedem Industrieschlachtfeld. Der passt super zu Tanks und ich bin einfach happy mit meinem Endergebnis. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ihr baut vielleicht auch mal einen Walkway und ein bisschen Industriegelände. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.